Ganz herzlich begrüßen wir euch heute in den Verbannungszellen 1 und wir werden das mal den HM laufen hier. Und Felix erklärt wie immer. Gibt nicht viel zu erklären. Doch. Also das ist sehr anstrengend hier. Ja. Okay. Zumindest vor der Skalierung. 2015 war schlimm. So, das ist ja so ein Zellenspuk. Den einfach schön drehen, der macht diese Eiseskälte, das kann man unterbrechen. Ansonsten schön Schaden drauf machen. Und der schießt mal zwischendrin mit so einem Strahl auf den Spieler. Da dreht sich mal weg und saugt den Ring aus, das muss man entgegenhalten. Also dann als Tank nicht wundern, wenn der kurz sich umdreht. Der ist trotzdem noch im Spot. Ansonsten halt einfach draufhalten. Gut. Ja, das ist ein Schattenriss, der macht einen Schatten später von sich selber. Den muss man halt auch tanken und töten. Ansonsten halt einfach ruhig halten und diesen Schwanzhieb von ihm ausweichen. Oder blocken oder da rausgehen. Und der springt öfter mal. Am besten an dem Fragen. Und er springt zwischendurch auf einen Spieler, wenn er zu weit weg ist. Ich glaube, den Schatten macht er nicht mehr. Normalerweise würde er einen Schatten machen. So, das ist so ein Dedra hier, den halt auch wieder einfach rumdrehen, der ist halt ein Marker ganz normal. Mit Flächenschäden schmeißen, so Hitzewellen, die kann man unterbrechen. Den Flächenschaden halt raus und er schießt halt wieder so Feuer. Das ist in den ganzen Pets untergegangen, irgendwie der Boss. So. Hier steht eine Kiste, halt Petra, hier steht eine Kiste. Jetzt müssen wir das erste Mal machen. Okay, der Boss kommt schon. Ja, kommt der Boss? Der Boss kommt nicht. Okay, jetzt kommt der Boss. So, das ist so ein großer Knochenkoloss. Der macht dann auch ganz normal hier die Flächenschäden, da halt rausgehen. Und ansonsten schön Schaden drauf machen und ihn ruhig halten. Haut mal ein wenig Ultis drauf. Okay. So. Im Prinzip macht er halt, kriegt er halt mehr Leben, mehr Schaden. Oder? Nee, mehr Leben kriegt er gar nicht. Vom Prinzip kriegt er halt, der tut da vorne halt so Kugeln spawnen. Die muss mal kaputt machen, sonst heilt er sich damit. Ansonsten aus den Flammenschäden rausgehen, die er so hinschmeißt. Also hier diese Feuer. Ansonsten halt den schweren Angriff blocken. Ja. Inzwischen dann schießt dann Gegner ab. Also ein Spieler. Genau. Soll er mal aufpassen. Patricia verhöhnt er nicht im Draht. Genau. Der Schuss kann tödlich enden. Der tut dich, wenn kurz dann und hinschmeißen. Soll den halt möglichst aus dem Feuer rausziehen dann. Wenn Nahkämpfer dabei sind, dass die da hinkommen. Zum Beispiel. Sehe ich denn nicht, wie mich der wegschubst? Ich hab den nicht gesehen. So. Das war Verbannungszelle 1, danke fürs Zuschauen. Es geht natürlich auch Untersterben. Ich verstehe das jetzt trotzdem nicht. Der ist bei dir gestanden und schubst mich weg. Ich bin nicht sicher, ob das funktionieren wird.